Hallo und herzlich willkommen. Heute zeige ich euch, wie ihr die hintere Stoßstange beim E46 Kombi abnehmen könnt. Viel Spaß! Ich habe den Dreier hochgehoben und die Räder abgemacht. Das braucht ihr natürlich nicht machen. Ich habe es nur gemacht, um es euch besser zeigen zu können. Als ersten Schritt schraubt ihr die Schraube hier raus, am besten mit einer Achternuss. Und dann den Clips hier raus. Für den Clips nehme ich immer sowas hier. Ihr könnt aber auch einen Seitenschneider nehmen. Funktioniert auch ganz gut. Und für den Dübel nehme ich sowas hier. Fahrt er hier drunter und zieht es raus. Das gleiche macht ihr auch auf der anderen Seite. Nächster Schritt, die Leiste hier abmachen. Wenn ihr die überall rausgeklipst habt, drückt ihr das hier in der Mitte ein bisschen runter und einfach nach hinten ziehen. Fertig. Nächster Schritt, zwei Bolzen müssen raus. Der eine sitzt hier, der andere sitzt hier. Und dafür braucht ihr einen T50 Torx. Ich zeige euch mal, wo genau die Bolzen sind. Der eine ist hier. Und der andere ist hier. Und die schraubt er jetzt raus. So, der Bolzen ist ab, aber er geht nicht raus. Ich mache das immer so, ich nehme ein Kantholz und stecke das jetzt zwischen. Drücke ich das hier runter und nehme den Bolzen raus. Das gleiche macht ihr hier genauso. Der zweite Bolzen ist auch raus. Nächster Schritt im Radhaus. Die Spange auf beiden Seiten lösen. Jetzt könnt ihr die Stoßstange nach hinten rausziehen. Fertig. So, das war's auch schon wieder für heute. Ich hoffe, dass ich euch mit dem Video wenigstens ein bisschen weiterhelfen konnte. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr mich immer noch nicht abonniert habt, auf den Abo-Button draufklicken. Also, bis zum nächsten Mal. Eure Autohändlerin.